Unglaublich. Die Schützen Unterstützung geben. Sehr gut. Heftiger Angriff. Halte gedrückt, nein, also X gedrückt, bis die Glewe erscheint und dann und lass dann los, um einen heftigen Angriff auszuführen. Nice. Hey, sollte ich lassen? Entspannter weggeht. Das war geil. Die Mittelstadt ist verloren. Wir haben ihnen schwere Verluste zugefügt, doch wir konnten sie nicht halten. Dann entscheidet sich unser Schicksal hier. Der innere Wall ist der stärkste. Und wir haben genug Schützen. Wir sind den Ork sowohl in Zahl als auch in Stärke unterlegen. Oh, wir haben Saurons Truppen schon einmal aufgehalten. Doch wir mussten viele Verluste hinnehmen. Ja, mussten wir. Geh zur großen Halle. Sichere die Relikte. Ich gehöre hierhin. Sorg dafür, dass sie heil in Henedanunan kommen. Ist das ein Befehl? Versteh doch, Idri. Wir müssen schützen, was uns kostbar ist. Um jeden Preis. Ja, das ist ein Befehl. Dann werde ich ihn befolgen. Doch beim nächsten Angriff stehe ich wieder am Wall. Waldläufer vom Schwarzen Tor? Ich dachte, ihr wärt alle tot. So ist es auch. Wenn du gekommen bist, um Minas Ithil zu verteidigen, dann melde dich bei Hauptmann Baranor. Ich will nicht eurer Armee beitreten, General. Ich suche den Palantir. Er muss beschützt werden. Beschütze die Stadt, dann ist auch der Palantir sicher. Allerdings attackieren unsere Kommandos feindliche Hauptmänner in der Unterstadt. Ihr wollt Terror in ihren Reihen verbreiten. Ja. Es wird Zeit, dass sie lernen, was Furcht ist. Die Männer sind versammelt, General. Furcht können wir gut. Gefährten, Auftrag abgeschlossen. Belohnungen, Fähigkeitspunkte erhalten, 100 Stück. Das sieht aus wie das Rebellzeichen aus Star Wars, aber okay. Schließen. Fähigkeitspunkte. Du hast genug Erfahrungspunkte gesammelt, um einen Fähigkeitspunkt zu erhalten. Du kannst Fähigkeitspunkte ausgeben, um neue Fähigkeiten freizuschalten oder vorhandene zu verbessern. Gehen wir hin. Okay, recht großer Baum. Okay, wir müssen den Gewandtheit der Elben. Halt für einen Geschwindigkeitsschub A gedrückt. Achso, ja, das ist ja das Standardding, was ja auch gar nicht mal so schlecht ist. Wir müssen den Palantir bergen. Die Stadt ist schwach und sie wird nicht mehr lange halten. Wir können die Gondoraner nicht im Stich lassen. Castamir hat recht. Schützen wir die Stadt, schützen wir den Palantir. Sie? Die Türme tragen sein Zeichen. Diese Türme gehörten einst mir. Jetzt dringt Saurons Verderbnis über die Grenzen Mordors hinaus. Er verhöhnt mich. Sie sind sein Augenlicht. Nicht ohne den Palantir. Und die Belagerung von Minas Ithil. Sichere den Palantir. Schließe Aufträge ab, um den Palantir nicht in Saurons Hände fällt. Also damit der Palantir... Okay.
auf die Karte. Okay, was haben wir hier? Da ist ein Hauptmann, da ist ein Hauptmann. Dieser Schnellreisepunkt wurde noch nicht freigeschaltet. Okay, hier unten ist einer fast tot. Das ist auch gut. Wegpunkt festlegen. Hier ist Augen Saurons. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen. Gott, hier hinten sind da auch welche, ne? Karagor-Jagd. Okay. Wir fangen mal hier vorne an. Wegpunkt festlegen. Fotomodusverbesserung. Nee, das gucken wir uns gar nicht an, weil wir das gar nicht machen wollen. Wir werden seinen Griff um Minas Ithil lösen. Wir werden das Blatt wenden. Mirian, Eintrag einsehen. Das ist ja die Verbesserungswährung. Das geht sogar hoch. Das ist neu. Die Heldie sind bloß dunkle Schatten des Palantirs. Doch wir können Saurons Macht gegen ihn verwenden. Die Türme könnten unsere Augen sein. Wir läutern sie und nehmen sie ein. Alte B gedrückt, um Heldie zu reinigen. Adligui und Hem Amornion. Hier sehen wir alles, was verloren ging und alles, was verloren sein wird, wenn sich seine Verderbnis ausbreitet. Eben. Sofort, sofort, sofort. Mit Hedir kannst du verlorene Geheimnisse und Erinnerungen aus Mordes Vergangenheit finden. Untersuche die umliegende Gegend, um die Hügelgräber zu finden. Erinnerung Kankras. Ah, okay. Ithildin. Diese Stadt und Hügelgraben. Steht auf den Ruinen meines Reiches und doch ist noch einiges erhalten. Dies sind meine Gräber, geschützt vor Saurons Blicken. Dort wirst du sehen, warum wir meinen Ring retten müssen. Okay, dann gehen wir mal raus. Schatten der Vergangenheit jetzt verfügbar. Ah, shit. Eigentlich wollte ich den tatsächlich greifen. Aber wir haben da unten ja noch ein paar, die wir uns schnappen könnten. Oder hier oben welche, die wir befreien können. Huh, 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 huh.
Okay, wir gehen. Gehen jetzt tatsächlich aber mal da runter. Oh, ein Karagor. Neuer Feind Karagor. Hier nicht Überschlag, halt zockst auch mit Jerry während du streamst. Nee, eher nicht so. Eher nicht so. Vor allem jetzt gerade nicht. Wieso? Überschlag, kennen wir uns persönlich, sag mal? Oh, ein Hauptling. Aus Gondor. Krakhorn des Windes. Du nicht hinter den Mauern deiner verdammten Stadt. Ja, André. Achso, du hast dich nur umbenannt. Okay. Habe ich dich jetzt? Nein. Oh Junge, du nervst. Geht doch, ey, der nervt. Ach so, okay. Gut zu wissen fürs nächste Mal. Wenn du dann da bist. Oh, geht doch. So. Schwert des Waldläufers. Stufe 4. Okay, nehmen wir. Das ist Skins. Wir haben Skins. Wenn du deinen Skin wechselst, wirst du zum nächsten Schnellreisepunkt transportiert. Bist du sicher, dass du. Nein. Will ich nicht. Nein, 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 nein. Geil war das denn? Muss jetzt ins Bett, bei alles gut. Ist ja Schule wieder, ne? Also dann mal ab in die Koje. Schön, dass du mal kurz reingeschaut hast. Hat dich gefreut. So. Da solltest du gar nicht rauf, Kollege. Oh. So. Schatzorks. Diese Orks tragen wertvolle Beute bei sich. Bring sie zur Strecke, um ihren Schatz für dich zu beanspruchen. Oh. Blute für mich. Du Scheißtyp. Was ist das? Ein Juwel? Juwelen können in einem Ausrüstungsplatz platziert werden, um Boni zu erhalten. Okay. Stufe 4. Ja. So. Juwel platzieren. Waffe um 10% erhöhter Schaden mit dieser Waffe. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Definitiv. Alter, was für ein Sprung.
So, ich brauche Informanten, Informanten. Ich will nämlich... Danke für den Schatz. Was ist da los? Wieso, Dennis? Was soll denn hier los sein? Meiner. So. Da hinten ist ein Informant. So, ich muss mir den anderen jetzt holen. Den da will ich haben. Zu weit weg, okay. Okay, doch. Dann verhören wir ihn mal. Denn ist die Frage ist, was ist bei dir los? So, was haben wir denn hier so schön? Flock haben wir. Wir holen uns den jetzt auch noch. Dunkelstammbogenschütze. Okay, Takra. Okay, okay, okay. Der Takra. Bisschen rumsauen und dann passt das. Sehr gut. Da vorne ist eins dieser Hügelgräber. Aufzehrung, abstechen. Nichts, mein Sohn. So, Einträge ansehen. Dann haben wir auch noch ein paar Grüne, ne? Was gibt's denn hier? Was ist denn das hier? Waffe um 4% erhöhter Gesundheitsraub mit dieser Waffe. Alten markierte Juwelen kombinieren. Ah, okay, umso mehr ich habe, desto mehr kann ich dann herstellen. Das Spiel ist ganz okay, hab das auch durchgespielt. Okay. Aber ich bleib mal bei dem. Ich glaube. Okay, da können wir ja noch nichts anderes. Okay, da brauche ich mehr. Garnison. Warten auf Katalog. Ausbildungsbefehle. Hier kannst du deine ungeöffneten Kisten betrachten und öffnen. Kisten erhältst du durch Online-Blutdrachen. Eroberung und Kampfgruben sowie Community-Herausforderungen. Öffne Kisten, um dir ihren Inhalt anzusehen. Okay, öffnen wir. Ist halt aber auch Pay to Win, ne? Irgendwie. Takuga, der Kobold. Gash Klumpkopf, ja, der sieht auch ein bisschen so aus. Er ist er hier. Garl, Todeshetzer. Kriegsbeute Boost. Du hast einen Ausbildungsbefehl erhalten. Ausbildungsbefehle können deine Gefolgsleute mächtige Eigenschaften verschaffen. Geh zum Ausbildungsbefehlsbereich der Garnison. Sieh dir deine Ausbildungsbefehle an und nutze sie. Du kannst Ausbildungsbefehle aus dem Armee-Menü auch benutzen, indem du einen Gefolgsmann auswählst und mit Y befehligst. Drücke A zum Fortfahren. Okay. Gefolgsleute. Ach, das sind ja die, die wir jetzt haben, ne? Okay. Boosts. Ausbildungsbefehle. Das ist das Geld, was wir aber dafür brauchen, ne? Ah, okay.
Kriegsbeuteboost. Auf 100%. Das könnten wir machen. Okay, das lassen wir mal. So, was haben wir denn Schönes? Starten. Schatten der Vergangenheit. Philipp Celebrimbors altes Lagerhaus im Grunde der Erinnerung seiner vergangenen Kämpfe gegen Sauron. Belohnung, Elbenwutfähigkeit. Okay. Machen wir. Ein altes Lagerhaus sollen wir finden. Hat er da unten ein Lagerhaus? Wenn in Mordor irgendein Ort vor Sauron sicher ist, sind es diese Hügelgräber. Zeichen dessen, dass selbst die Macht des dunklen Herrschers ihre Grenzen hat. Oh, hier gibt es auch wieder irgendeinen Gegner, irgendeinen komischen Gegner. Um die Kräfte der Elben in der Schlacht einsetzen zu können. Und du hattest den einen Ring? Ja. Und mit ihm schuf ich eine Armee. Ich führte den Sturm gegen Sauron an. Okay, neue Fähigkeit Elbenwut. Baue Zorn auf, indem du Feinde tötest. Wenn dein Zorn vollständig geladen ist, drücke LTRT, um deine Elbenwut zu entfesseln. Tippe mehrmals X, während du Elbenwut nutzt, um schnell Orkfußsoldaten zu töten. Ziele mit L auf einen feindlichen Hauptmann und halte X gedrückt, um ihm massive Schäden zuzufügen. Während du Elbenwut nutzt, hast du unbegrenzt Macht und Elbengeschosse. Oh, schön. Sehe ich denn, ob das voll ist? Ach da. Alter. Der neue Ring, unser Ring, trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt.
Okay. Auftrag abgeschlossen. Schatten der Vergangenheit. Ah, einen Gegner hätten wir noch machen müssen. Oh, schließen. Kann ich das nochmal machen? Schatten der Vergangenheit. Erlebe die Geschichte des ersten Kriegs um Mordor zwischen Celebrimbor und dem dunklen Herrscher, indem du die Auftragsreihe im Schatten der Vergangenheit abschließt. Für das Abschließen aller Aufträge erhältst du die Rune des hellen Herrschers. Für das perfekte Abschließen aller Aufträge erhältst du den Hammer des hellen Herrschers. Der Ring bleibt vorerst verloren. Doch den Palantir können wir schützen. Dann gehen wir zur großen Halle. Gut, starten. Das ist, glaube ich, das, was wir eben hatten, ne? Ja. So lübt das hier nicht. Das muss auf Gold sein. Als Sauron seinen Verrat enthüllte, erhob ich die Waffen gegen ihn. In meinem Zorn war ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen. Ah, jetzt haben wir es. Sehr gut. Auftrag abgeschlossen. Jetzt ist auf Gold. Jetzt ist auf Gold. Zack. Okay, wir können den Charakter aufleveln. Einen Fähigkeitenpunkt haben wir. Hinrichtung. Bei voller Macht mit L auf einen Gegner und drücke dann Y und B, um ihn hinzurichten. Gewandtheit der Elben könnten wir verfügbar Talion Stufe 4. Fährkampf, Geist, Reiter. Geschichte. Okay, dann gehen wir mal hier oben weiter. Kampf. Kampf klingt immer gut. Talion Stufe 2. Garnison. Haben wir immer noch das hier, ne? Aber ich will das eigentlich gar nicht machen hier. Aufträge Armee.